Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal Scientor, der Kanal, wo du lernst, deinen Schach zu verbessern. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar war ich in den Ferien im Urlaub und viel unterwegs und auch in Paris. Und was ich sehr cool fand, war, dass ich hier in Paris eine Schachbar gefunden habe. Und in diesem Video siehst du nun die erste Runde, die ich dort gespielt habe. Wir unterhalten uns hier natürlich auf Englisch, weil mein Gegner hier auch nur Englisch sprechen konnte. Aber ich denke, es ist trotzdem interessant, sich diese Partie anzuschauen. Und du kannst bestimmt auch einiges daraus mitnehmen und sehr viel Spaß haben. Viel Spaß mit der Partie. Where do you stay? In the garden. Yeah, it looks like we're done. Where is it? It's about 10 minutes away from here. That's what there is on the constellation in France. There are a lot of people in there. Man. There's tables like in New York, you know. It's kind of nice. Can you tell me after the video? What did you learn, Chess? I started about 3 years ago. From scratch, going to a friend's place and playing chess, and I was like, oh, it's a kind of late, huh? How old are you? 22. Oh. And I'm a late bloomer. I don't want to chase e5 in some way. Not now. Fine. Yeah. Let's put that knight away. I didn't have my default yet, that's the question. What can I do? Alright. Now it's getting intense. That's what YouTube came for now. Right, yeah. Ah, oui, c'est bon, t'avais d'accord. Ah, oui, c'est bon, t'avais d'accord. Je sentais que tu parlais à côté, je ne pourrais pas trop le plan la guerre. Sad thing is I can't play d6. Yeah, I don't know how to evaluate that position. I'm fairly certain that d5 is good, but I never actually Alright, let me go from this. Nice. Yeah, I know I'm not playing that correctly. I don't know. I didn't see a lot of the Good points. Oh boy, you still have long term compensation. Yeah. Sure. We're playing PKO. Oh! Let's go like this. Going down. I think my knight is a strong piece in that position. Yeah, for sure. What are you doing here? Are you listening here?
I work here. Yeah. In the same time that he has. Hold up, I'm trying to focus because this is a little tough to play. It's a shame. Oh, that one. I don't have much time left, though. Yeah. Alright, Kings versus nothing. What's that? It's not really going to work. I'm not going to try that yet. Yeah, pushing d6 for me wasn't that good. I should have tried to prepare it more. I don't know. I'm 100% sure Knight d5 is good. I've seen what I would do here. And the follow up, I don't know how to do it. Yeah. It also looked really strong, I need to check. Wie du gesehen hast, konnte ich die Partie ja am Ende glücklicherweise gewinnen, aber ich finde, man sollte hier auch nochmal in die kritischen Momente reinschauen, dass man aus dieser Partie auch noch etwas lernen kann. Hier war der Moment, wo ich mit B4 gespielt habe mit Schwarz und hier war der kritische Zug von ihm, Springer nach D5. Tatsächlich wäre es hier sogar noch stärker gewesen, einfach auf C6 zu schlagen und nach Schlägt C6 kann hier Weiß schon mit Springer A4 spielen, die Damen tauschen und dieses Endspiel ist wohl angenehmer für Weiß. Auch weil er hier das Zentrum mit dem Bauern gut kontrolliert, ist das angenehmer zu spielen für Weiß. In der Partie sehen wir aber Springer nach D5 und hiernach nach Schlägt D5, was vollkommen spielbar ist noch für Weiß. Weiß hat hier sogar Vorteil, also es war ein korrektes Opfer. Schlägt D5 kam auch in der Partie, Springer schlägt D4, Dame schlägt D4 und hier habe ich mit König F8 gespielt. Ist auch der einzige Zug, der die Stellung hier zusammenhält. Alles andere ist sofort verloren für Schwarz. König F8, ein starker Zug hier. Und hier hat er es verpasst, die beste Möglichkeit zu finden. Er hat in der Partie mit D6 gespielt, was kein guter Zug ist, denn nach Läufer F6 ist der weiße Angriff vorbei und Schwarz kann sich hier konsolidieren. Später mit G6 und König G7, was wir in der Partie gesehen haben. Richtig wäre es hier gewesen, mit Läufer F4 zu spielen. Wonach Weiß hier weiterhin sich die Option offen lässt hier, mit D6 zu spielen und einfach die nächste Figur in die Partie bringt. Und hier ist es nicht so einfach mit Schwarz zu spielen. Auch Läufer F6 geht jetzt einfach nicht, wegen Dame schlägt B4. Und hiernach würde Weiß gewinnen. Das heißt, Läufer F4 wäre hier an dieser Stelle noch wesentlich stärker gewesen und hätte die Partie im ausgewogenen Bereich gehalten. Damit ist dieses Video vorbei. Ich hoffe, du konntest einiges lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.